genau. Und für Okis Waffe fehlt mir genau ein Stärkepunkt mehr. Dann noch. Fehlen mir genau jetzt 21. Aber vielleicht habe ich ja... Huch, er läuft einfach weiter. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege jetzt noch ein Level ab. Vielleicht gibt mir der das letzte Chromatinbuch ja so viel. Chromaninbuch. Hätte auch die Tür zumachen können, dann wird es ja nicht so rein mehren. Ah, da geht's rein. Ja, danke, Bug. Ich wollte eigentlich da auf dem rechten Weg runterspringen, aber okay, so geht's auch. Ich stand gerade in der Luft, falls ihr es nicht gesehen habt. Ach, scheiße, falsche Abzweigung. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja, ich müsste richtig sein. Ja. Oh, das rostige Schwert, das ich letztes Mal nicht gesehen habe. Gut, habe ich das jetzt auch? Kann ich das auch noch verkaufen? Mann, ich frage mich nur an wen. Irgendjemand hat vielleicht einen gescheiten Ring oder so. Die war vorher noch nicht da, oder? Die Leiche hier. Da steht sogar Leiche. Ich glaube, der hat das letzte Buch. Oh, ein Amulett der Lebenskraft. Danke, sehr nett. Moment. Ich spalte kurz auf den Sicherheitssafe, weil ich den ersten gleich überschreiben werde. Chromatin 6. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Heilige Scheiße. Wenn euch das Angst macht, dann das hier. Oh, das Gelaber gerade. Und ich glaube, und wieder dieses Gespräch. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist Futter für die Ratten. Das hat er bei Neck gesagt. Ich bin fast tot, kann es sein? Ja. Vielleicht soll ich hier weg. Und mich schnell heilen. Trank. 100. 70. 70 habe ich so viele. Die Viecher scheinen mich ja nicht zu verfolgen. Tatsache. Ich hoffe, dass der tote Skelettmagier noch da liegt und ich ihn noch rausnehmen kann. Ja, scheinen alle noch da zu sein. Glück gehabt. Oh nein! Nein, 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 nein! Ach, fuck. Da ist noch ein Magier und der hat gerade Skelette beschwört. Ja, stirb. Oh, ich habe immer noch das orkische Drecksamulett dran. Deshalb kriege ich so viel Schaden. Vergleichsweise mit dem, was ich eigentlich hätte kriegen sollen. Also so gut wie gar nichts. Erledigt. Alle tot. Und leider noch kein Level ab. Dazu fehlen mir 10.000 Erfahrungspunkte. Schade. Skelette beschwören und Eispfeil. Ach, deshalb hatte ich letztes Mal die Skelette beschwören Spruch rollen. Ich glaube, da ich die ganzen Beschwörungsscheißteile für von Xardas abkaufen werde und die irgendwann mal benutzt vielleicht. Tja, Leiche. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist Futter für die Ratten. Ihr habt keine Ahnung, wie gruselig das ist in dem Moment, wo dann plötzlich tausende Skelette um dich rumstehen. Ach, denkst du, was ist jetzt los? Und dann noch das, was dann diese dämonische Stimme da, du wirst dich nie wieder mit uns einlegen. Oder keine Ahnung, was die gesagt haben. Ach so, weil ich rausfinden wollte, ist... Deshalb habe ich zweimal gespeichert. Ach, ich speichere jetzt schon wieder, ich Idiot. Weil ich rausfinden wollte. Hallo Leiche. Willkommen zurück. Ich renne hier mal schnell weg.
Und zwar hier hin. Ja, das ist weit genug weg. Und lese jetzt das Buch. Mich würde interessieren, was passiert. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist Futter für die Ratten. Ja! Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Was? Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler, oder was? Ich habe es gerade echt nicht verstanden. Wenn es einer von euch verstanden hat, kann das ja als Kommentar schreiben. Auf jeden Fall... Oh. Ich habe gerade schon wieder so Schiss gekriegt, als dieses Tsch kam und dann dieses Gah. Und ich glaube, dieses Gah kommt in Gothic 3 übrigens auch vor. Ich glaube, er hat echt gesagt, einen von uns umzubringen, war dein letzter Fehler. Naja, auf jeden Fall, ich muss nochmal zum neuen Lager. Ich weiß zwar nicht mehr warum. Aber ich wollte nochmal hin. Der Fremde. Der geheimnisvolle Fremde ist tot. Diese Dämonen haben ihn getötet. Irgendetwas scheint ihn mit diesen Geschöpfen der Hölle verbunden zu haben, sonst wäre er sicher nicht an diesen gottverlassenen Ort zurückgekehrt. Das Geheimnis, das er mit mir teilen wollte, hat er mit ins Grab genommen. Ja, genau, deshalb ist es nur so eine heimliche Quest. Und genau deshalb kennt die Quest auch kaum einer. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte noch ein bisschen Scheiß verkaufen und ich wollte die Stärke-Dings holen. Und ich brauche jetzt erstmal... So teleportiert man sich nicht, Maro. Und ich brauche jetzt erstmal... Überhaupt, ich brauche jetzt erstmal Stärke. Und zwar lernen. Stärke lernen brauche ich. Also, schnell zu Lee. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, ja. Am besten, ich hole mir gleich mal 20. Hallo. Was sagst du zu der Sache? Sie sind zu... Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Jo, ich brauch 20 Stärke. 1, 5, 10, 15 und 20. Fertig. Jawoll. Jetzt habe ich eine Waffe. Hallo, Freunde. Ich habe eine Waffe. Es fehlen 1 Stärkepunkte. Das ist sowas von deprimierend, das zu lesen, wenn man nur noch 0 Lernpunkte hat. Hallo Kronos. Wollte ich dir nicht irgendwas abkaufen? Hallo. Hallo. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ich muss gerade nochmal gucken, weil irgendwem wollte ich doch noch... Oh Gott, ich muss ja noch meine ganzen Kromanin-Bücher loswerden. Achso, die wollte ich ja... Ich wollte ja alles Xardas andrehen. Der hat die ganzen Verwandlungsteile da. Untote vernichten hat er auch ohne Ende. Lohnt sich aber nicht gegen die normalen Zombies. Oh, das ist schon alles. Okay, er hat nichts Gescheites, was ich wirklich brauchen kann. Weil die ganze Magie benutze ich nicht. Ich bin Magie-Noob. Ich benutze nur Nahkampf- und Schwerkampfwaffen und Nahkampf- und Fernkampfwaffen. Handelst du noch? Und da immer die besten. Und die besten habe ich leider bereits. Ansonsten sind Amulette interessant und Ringe, aber die ich gerade habe, brauche ich oder sind die besten? Hat der vielleicht noch eine gescheite Waffe? Danach habe ich, glaube ich, nicht geguckt. Leichter Zweihänder, okay. Die hat er wahrscheinlich eh von mir.